Es gibt manche Sachen, die werden wir immer wieder gefragt. Und ein Klassiker ist folgende Frage. Warum haben die deutschen Panzer des Zweiten Weltkrieges ihren Motor hinten im Fahrzeug, aber das Triebrad, also die Kraftübertragung auf die Kette, vorne am Panzer? Und diese Frage wollen wir heute in einem kleinen kurzen Video beantworten. Dazu werde ich das Video in mehrere Teile zerlegen. Das erste wird eine kurze Einleitung sein, in der mal kurz beschrieben wird, wie Motor, Getriebe, Kette grundsätzlich beim Panzer zusammenhängen. Ähm, damit alle grob wissen, worum es geht, auch diejenigen, die sich sonst vielleicht nicht im Detail mit Panzern beschäftigen. So, danach folgen dann einige Fragen. Ähm, und zwar wie folgt. Frage 1: Wie war die deutsche Aufteilung, die typisch deutsche Aufteilung, wie sie genannt wird? Frage 2, war diese deutsche Aufteilung denn was Besonderes im internationalen Vergleich? Frage 3, warum wählten die Deutschen diese Aufteilung? Und viertens, gab es oder gibt es sogar nach, nach 1945 diese Aufteilung noch? Los geht's! Also, beginnen wir mit der grundsätzlichen Funktionsweise. Beim Panzer entwickelt ein Motor die Leistung, die nötig ist, um das Fahrzeug nach vorne zu bewegen. Nicht anders als beim gewöhnlichen Auto. Ein Panzer ist ein Automobil, ein Selbstfahrer. So, Motor können Ottomotoren äh, gewesen sein oder Dieselmotoren, Gasturbinen, Hybridmotoren, Elektromotoren. Es gab Motoren mit Luftkühlung, es gab Motoren mit Wasserkühlung, es gab Motoren in X-Form, in V-Form, in Sternform, alles, was sie sollen. Jawohl, Entschuldigung. Also, es gab durch die Jahrzehnte eine sehr große Vielfalt, je nach äh, Zeit, Ort, Umständen und den erwarteten Aufgaben des Panzers. Ähm, je nachdem haben die Panzerkonstrukteure zu verschiedenen Systemen gegriffen. In unserer vierteiligen Serie zu den Wehrmachtmotoren erfahren Sie beispielsweise mal im Detail, welche Faktoren dazu geführt haben, dass die Wehrmacht auf Benzin statt Diesel setzte, während andere Arminen das anders gemacht haben. Grundsätzlich gilt aber auf jeden Fall, Je kleiner und kompakter ein Motor gebaut werden kann im Panzer, desto besser. Denn der Panzer wird dadurch insgesamt kleiner und dadurch zu einem kleineren Ziel. Das war eine ganz wichtige Grundlage. Nun muss die Leistung des Motors hier aber irgendwie auf, die, auf den Boden kommen. Und dazu diente beim Panzer die Kette. Die Kette sollte die Zugkraft des Motors auf den Boden übertragen und so genug Vortrieb für eine Vorwärtsbewegung erzeugen oder im Notfall für eine äh, Rückwärtsbewegung. Das bedeutet, irgendwie muss nun der Motor und die Kette verbunden werden und das tut beim Panzer ein Getriebe. Auch hier in der Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges grundsätzlich wie beim Auto. Richard Ogorkiewicz, einer der berühmtesten Panzerautoren, schreibt ausdrücklich, die konstruktive Auslegung der Panzergetriebe entsprach in den Grundsätzen den Schaltgetrieben, wie sie für andere Kraftfahrzeuge üblich waren. Zitat Ende. Das bedeutet, die Fahrer hatten eine ganz normale Reihe von Vorwärts- und Rückwärtsgängen zur Verfügung, um den Panzer zu bewegen und Je nach Typ und Ausführung konnte das Schalten recht sanft und einfach sein oder körperlich anstrengend und oder kompliziert. Und in der Zeit, die wir heute betrachten, also die 1930er und die frühen 1940er Jahre, war das tendenziell eher die Kategorie anstrengend. Das Getriebe trieb dann das Antriebsrad an. Und das Antriebsrad ist an einem Ende der Kette und bewegt die Kette nach vorne, indem es mit den Zähnen reingreift und die Kette dreht. Daher Antriebsrad oder Triebrad. Das Rad am anderen Ende der Kette überträgt keine Kraft, es hält bloß die Kette in der Spur, es leitet die Kette und daher wird es Leitrad genannt. Und damit haben wir die Grundkonstruktion des Antriebssystems auch schon zusammen. Dass die Lenkung des Panzers über ein eigenes Lenkgetriebe erfolgt und so weiter, das führt hier zu weit, ist auch nicht unser Thema. Das machen wir, das lesen Sie am besten selber nach. Es gibt aber bei Panzern noch ein letztes Bauteil. In diesem Kettenkonstrukt, das gerade bei deutschen Panzern des Zweiten Weltkrieges immer wieder wichtig war, weil es Probleme gemacht hat, das sogenannte Seitenvorgelege. Und hier zitiere ich einmal Rolf Hilmes, der das wunderbar kompakt beschrieben hat. Zitat. Bei schweren Fahrzeugen, Rad und Kette, wird die Motorleistung Drehzahl mal Drehmoment durch die Elemente der Kraftübertragung vorzugsweise mit höherem Drehzahlniveau und niedrigerem Drehmomentniveau geführt, da hier die Bauelemente leichter ausgeführt werden können. Erst am Ende der Kraftübertragung bei Kettenfahrzeugen unmittelbar vor dem Triebrad wird durch das Seitenvorgelege das Drehzahlniveau reduziert und das Drehmoment auf die benötigten Größen angehoben. Zitat Ende. So, das Antriebssystem, also die Kombination Motor, Getriebe, Seitenvorgelege, nimmt bei einem Panzer durchschnittlich ca. 10 bis 12 Prozent des Gewichts ein und ca. 30 bis 40 Prozent des Raumes. Das sind also wesentliche Bauteile, nicht nur Kleinigkeiten. So. Nochmal grundsätzlich zusammengefasst. Wir haben den Motor, der die Leistung erzeugt, die Kraft erzeugt und das Getriebe wandelt diese Kraft dann um und dreht mit Hilfe des Seitenvorgeleges das Antriebsrad, das in die Kette greift und die Kette in Bewegung setzt und dadurch setzt sich der gesamte Panzer in Bewegung. So. Das war jetzt ein kurzer Crashkurs, wie das grundsätzlich funktioniert und woraus das Ganze zusammengesetzt ist. Denn jetzt kommen wir zu den Fragen, zu den Teilfragen um die Frage, wie wurde das verteilt? Die deutschen Panzer des Zweiten Weltkrieges haben das Antriebssystem auf die beiden Enden des Fahrzeuges verteilt. Der Motor war im Heck eingebaut, aber Getriebe und Seitenvorgelege damit auch saßen vorne im Bug, in der Front. Und damit war auch das Antriebsrad vorne. Einfacher ausgedrückt, die Wehrmachtspanzer hatten zwar einen Heckmotor, aber sie hatten gleichzeitig einen Frontantrieb. Wie kriegt man es jetzt zusammen? Verbunden waren beide Teile durch eine Gelenkwelle oder eine Antriebswelle die unten in der Bande des Panzers längs zur Fahrtrichtung von hinten nach vorne liegt. Also wenn das der Panzer ist, Motor, Antriebswelle, Getriebe. Diese Konstruktion erscheint vielen Menschen gefühlsmäßig als Sonderbau oder zumindest bemerkenswert, weil sie kompliziert wirkt. Und daraus ergibt sich die zweite Frage. Überhaupt nicht. Praktisch alle Panzer in der Zwischenkriegszeit hatten den Motor hinten und viele Modelle hatten trotzdem Getriebe und Triebrad vorne, also einen Frontantrieb. Ähm, das System, das so zu verteilen, gab und gibt es auch bei normalen PKW und dort gibt es einen Begriff dafür. Das nennt sich Transaxel. Die Autorevue erklärt uns: Zitat. Im Deutschen steht Transaxel gemeinen für die im Fahrzeug räumlich getrennte Anordnung von Motor und Getriebe. Deren Verbindung durch eine mit Motordrehzahl laufende Kadernwelle geschieht. Der Begriff setzt sich aus dem englischen Transmission, Getriebe, und Axle, hier Achsantrieb oder Differential, zusammen. Zitat Ende. Dabei gilt aber für den PKW-Bereich, Zitat, üblicherweise sitzt der Motor vorne und das Getriebe auf der angetriebenen Hinterachse. Zitat Ende. Das ist jetzt bei unserem Panzer natürlich doppelt anders. Erstens reden wir hier für den beschriebenen Zeitraum genau. Über Fahrzeuge, die den Motor eben nicht vorne hatten, sondern hinten hatten, also so genau passt es nicht. Und zweitens und viel schlimmer, Panzer haben ja gar keine Achsen. Aber ich werde den Begriff dennoch weiter nutzen. Und zwar genau wie die Autorevue, denn die sagt nochmal, etwas vereinfacht, äh, Zitat, wir wollen uns hier, also mit dem Begriff, aber auf die eingangs erwähnte räumliche Trennung von Motor und Getriebe beschränken. Zitat Ende. Und das tun wir auch. Denn es gab gleichzeitig viele Modelle, die alles, also Motorgetriebe, Triebrad, im Heck verbaut hatten. Und diese beiden Typen müssen hier im Video ja irgendwie benannt werden, damit man sie unterscheiden kann. Und daher brauche ich einfach zwei griffige Bezeichnungen. Und deswegen nennen wir das jetzt so. Das System mit Heckmotor und Heckgetriebe, das können wir Heckpaket nennen, wo alles als Paket im Heck verbaut ist. Und das System mit Heckmotor und Frontantrieb nennen wir jetzt im Sinne der auto vereinfachten Transaxle. So. Blicken wir jetzt also mal in die internationale Runde der 1930er und 40er Jahre, um genauer zu erfahren, wie das dann war, welches Land welches System hatte und einen Vergleich zu gewinnen. In Frankreich beispielsweise waren in den 1930ern beide Systeme in Gebrauch. Der H35 war ein Panzer, der seinen Motor hinten liegend verbaut hatte, sein Getriebe und das Triebrad aber vorne. Durch die Wanne läuft die Antriebswelle, die die Kraft von hinten nach vorne überträgt. Also das ganz klassische Transaxle-System oder eben auch das deutsche System, wie es normalerweise oft genannt wird. Zwei andere französische Modelle hatten hingegen zur gleichen Zeit das Antriebssystem des kompakten Heckpaketes. Der FCM36 hatte ein spannendes, beinahe futuristisches Design. Also so besonders die allseitig schrägen Panzerplatten sind wahnsinnig interessant. Lange vor dem T34, also hochspannendes Fahrzeug. Und auch hier, Motor und Getriebe sind gemeinsam im Heck als Paket verbaut. Der Somua 35 gilt vielen als einer der besten Vorkriegspanzer in Westeuropa überhaupt. Noch der hat sein Antriebssystem als Paket im Heck verbaut. So. Beachten Sie übrigens, dass bei beiden Panzern mit Heckantrieb der Turm recht weit vorne sitzt, während er beim H35 mit dem Frontantrieb eher mittig sitzt. Das wird noch wichtig. So. Durch die Niederlage gegen die Wehrmacht 1940 wurde die französische Panzerentwicklung natürlich erstmal abgeschnitten, die wurde beendet. Ähm, trotzdem war es so, dass schon während der Besatzung in Frankreich heimlich weiter konzipiert und entwickelt wurde in Erwartung der Befreiung. Und 1944 nahm dann Frankreich die Panzerproduktion mit verblüffender Geschwindigkeit wieder auf. Das erste Produkt war der ARL 44, ein 48 Tonnen schwerer Panzer mit einer 90 mm Kanone. Bei diesem Fahrzeug setzte man nun die Linie des Sumois und des FMC vor und verbaute Motor und Getriebe als Paket im Heck. Das Transaxel-Prinzip lebte in Frankreich nicht wieder auf. Und das, obwohl man ja auf dem Schlachtfeld gesehen hat, dass die deutschen Panzer dann große Erfolge erzielt hatten. So. In Japan gab es ebenfalls Versuche mit beiden Systemen. Der Igo ist ein früher japanischer Versuch im Panzerbau, ähm, der ab 1931 in Produktion ist und von dem immerhin gut 400 Exemplare gebaut werden. Bei diesem Fahrzeug wurde nach anfänglichen Versuchen mit Benzinmotoren ein Dieselmotor verbaut. Und Japan war damit ein Vorreiter der Motorentechnologie, nämlich das erste Land, das einen Dieselmotor in Serien in einen Panzer verbaute. Warum betone ich diesen Punkt? Weil er zeigt, dass die japanischen Entwickler bei Fragen des Antriebs offen für, neues waren, äh, für neue Ansätze waren. Ähm, wie verfahren diese denn jetzt mit der Platzierung des Antriebssystems? Nun, der IGO wird mit dem Heckpaket gebaut. Motor und Getriebe eng beieinander im Heck. Aber der HAGO, der ab 1934 in Produktion geht, zeigt plötzlich das Transaxle-System. Motor am Heck, Getriebe vorne im Bug. Von diesem Panzer sind 2.300 gebaut worden. Offenbar war die Benutzung dieses Systems also gar kein Problem. Und interessanterweise setzt sich das dann auch weiter. Äh, auch die Folgenmodelle zeigen dann immer, das Transaxle-System, das Heckpaket, Heck Entschuldigung, kehrt nicht zurück. Der Chiha wurde von 1938 bis 1943 gebaut, also bis weit in den Krieg hinein. Und auch dieser mittlere Panzer, von dem rund 2.100 Exemplare gebaut wurden, hatte einen Heckmotor und einen Frontantrieb. Das Strength-Excel-System hatte also offenbar sich richtig durchgesetzt. Es hat nicht nur nicht gestört, sondern es hat sich offenbar bewährt. Und auch der letzte japanische Typ, der Chinoo, der als der ähm, am weitesten entwickelte Panzer der japanischen Typenreihe gilt, hat wieder diese Kombination aus Heckmotor und Frontantrieb. Also... Japan ist ein Beispiel dafür, wie eine Armee nachweislich sehr offen gegenüber verschiedenen, na, wie man heute sagen würde, Mobilitätslösungen ist, sich in Ruhe beide Systeme angeschaut hat äh, und sich dann unter Friedensbedingungen, ohne Zeitdruck, ohne Druck von irgendwelchen Fronten in aller Ruhe für das Transaction System entschieden hat. Das ja, wie gesagt, bei vielen äh, oder für viele bei deutschen Panzern so seltsam anmutet. Italien setzte von Anfang an auf das Transaxle-System. Man kann das hier am Beispiel des Caro Amato M1340 gut sehen. Da sitzt wieder der Motor hinten und Getriebe und Antriebsrad finden sich vorn durch die Wanne, läuft die Antriebswelle. Und dieses System wird für die mittleren Panzer in Italien den ganzen Krieg über durchgehalten. Also konsequent keine Ausreißer. Und auch der nach italienischer Klassifikation schwere Panzer, der P2640, hatte dieses System verbaut. Also, auch hier hat das System offenkundig keine Probleme gemacht. Äh, genau andersrum hat Großbritannien das gemacht. Die haben das genaue Gegenteil gemacht. Die haben früh und konsequent auf das Heckpaket gesetzt. Der Cruiser Mark III, beispielsweise, hatte so einen äh, zusammengefassten Heckantrieb. Und diese Tradition setzte sich dann durch, die ganzen, durch den ganzen Krieg weiter und begleitet alle diese berühmten C-Modelle. Der Heckantrieb findet sich also beim Churchill. Er findet sich ebenso beim Comet und er findet sich auch beim Cromwell. Die amerikanischen Panzer haben in dieser Zeit durchgängig das gleiche Transaxle-System wie die deutschen Panzer. Das war von Anfang an so, was die Serienproduktion angeht, schon beim M1 Combat K 1935. Äh, ebenso wie beim zur gleichen Zeit entwickelten leichten Panzer M2, auch der M3, ähm, der ab 1941 in die Produktion ging, setzt sich das einfach fort. Es wird auch wieder Transaxle verbaut. Ähm, dabei war, das muss man dazu sagen, anfangs durchaus mit beiden Systemen experimentiert worden. Beides ist angeschaut worden, beides ist versucht worden. Aber der Entschluss fiel dann rasch und eindeutig bei äh, der Serienproduktion für das Transaxle-System. Und dieses System. Wurde auch in sechs Jahren Krieg, also sechs Jahren Kriegsbeobachtung, Kriegsbeteiligung und unter Eindruck der japanischen und deutschen Siege der ersten Jahre nicht geändert. Obwohl ja mit den britischen und einigen französischen Modellen anschauliche, konstruktive Alternativen da waren. Ähm, auch das bei weitem bekannteste Modell der amerikanischen Reihe, ähm, der M4 Medium Tank oder wie man normalerweise einfach landläufig sagt, der Sherman, zeigt dann immer noch genau dieses Transaxel Prinzip als einer, der großen drei mittleren Panzer des Zweiten Weltkrieges als einer der ikonischen Panzer. Rund 50.000 Sherman sind in verschiedensten Versionen gebaut worden. Ähm, das ist eine eigene Wissenschaft. Teils mit gegossenen Wannen, teils mit geschweißten Wannen, teils mit Dieselmotoren, teils mit Benzinmotoren, mit völlig verschiedenen Laufwerken, aber immer mit dem gleichen inneren Aufbau: Motor hinten, Gelenkwelle durch die Wanne, Getriebe vorne, exakt wie die deutschen Panzer, trotz aller Änderungen drumherum. Man kann viel und intensiv über den Sherman diskutieren, das wird auch sehr gerne gemacht äh, über seine Vor- und Nachteile. Für uns ist erstmal nur wichtig, dass äh, der Sherman als einer der meistgebauten Panzer aller Zeiten äh, das Transaxle-Prinzip gezeigt hat. Und spätestens jetzt muss damit klar sein, auch nach den anderen Beispielen sowieso schon lange, dass diese Konstruktion offenbar kein Nischenprodukt der Deutschen war, sondern weil keine deutsche Besonderheit war, sondern... Ein völliges Mainstream-Produkt auf dem Markt, das keiner besonderen Erklärung bedarf. Sie war oder diese Lösung war eben nur eine von zwei auf dem Markt gängigen Konfigurationen, die offenbar beide valide Argumente für sich hatten. Äh, interessanterweise ist auch dann gleich der andere in diesen Stückzahlen gebaute mittlere Panzer des Weltkrieges eben genau ein Vertreter der anderen Konfiguration, der sowjetische T34. Die Sowjets setzten den Panzerbau ebenso konsequent wie die US-Amerikaner auf ein System, bloß war es bei ihnen eben das Heckpaket. Oder der Heckantrieb. Heckpaket finde ich aber ein schönes Wort, weil man sich so vorstellen kann, wie alles eingebaut ist. Der T-34, jetzt der ikonische Sowjetpanzer, verband Motor und Getriebe in einem für die damalige Zeit besonders kompakten Heckpaket. Der eingebaute W2-Dieselmotor erreichte dabei 500 PS gegenüber den 265 PS des Maybach im Panzer 4. Und war dabei auch noch leichter. Also, während der Maybach 920 Kilo auf die Waage brachte, waren es beim W2 nur, nur 810, aber eben bei knapp doppelt so viel Leistung. Ein Grund war, dass der Maybach Motor in Grauguss gefertigt wurde äh, und der W2 aus einem Aluminiumblock äh, Aluminium Aluminium gefertigt wurde. Der T34 hatte also, wie gesagt, sein Antriebssystem als Paket im Heck und eben auch Antrieb, also Triebrad hinten am Heck. Und von ihm wurden auch 50.000 Exemplare gefertigt. Und auch die schwereren KV-Panzer und die leichteren BT-Panzer, die den T-34 ergänzen so als Palette, als Spektrum, hatten das kompakte Hecksystem. Es war also ein durchgängiges Merkmal der sowjetischen Panzerfertigung. So, und damit haben wir jetzt ein ganz spannendes Zwischenfazit, weil wir jetzt eine interessante historische Landschaft vor uns haben, die, wie ich finde, wieder mal zeigt, wie enorm und interessant es ist, wenn man einen internationalen Vergleich anstellt. Ich betone das immer, weil Panzerbücher und auch oft YouTube-Videos über Panzer oft nur ein Modell oder ein Modell und seine Ausführungen oder die Modelle eines Staates untersuchen. Aber wenn man mal zurücktritt und sich einen Aspekt rausnimmt und den international vergleicht, kommt man oft zu sehr interessanten Ergebnissen. Das war bei dem Diesel-Video schon so und die, also da ist der internationale Vergleich eine eigene Folge. Das ist, glaube ich, Folge 1. Da waren die Erkenntnisse auch sehr spannend und hier ist es wieder so. Wie es denn jetzt aus bei den Antriebssystemen? Wir haben folgende Landschaft. Eigentlich haben wir drei Paare. Frankreich verbaut bei seinen Panzern serienmäßig beide Systeme, wobei das Heckpaket aber überwiegt und sich dann letztlich äh, bis zum Kriegsende dann mit einer Pause durchsetzt. Japan als Gegenstück verbaut auch serienmäßig beide Systeme, konzentriert sich dann aber auf das Transaxle-System, also genau das Gegenteil, und wird dieses bis zum Kriegsende bauen. Zweites Paar ist Großbritannien setzt von Anfang an exklusiv auf das Heckpaket und verbaut dieses den kompletten Krieg über. Gegenteil: Italien setzt von Anfang an exklusiv auf das Transaxle-Prinzip und verbaut das den ganzen Krieg über. So, das sind also die beiden kleinen Paare und dann gibt es noch die beiden Superpanzerbauer, was die Großen angeht, ähm, die eben genau auch entgegengesetzt arbeiten. Die USA setzten konsequent auf das Transaxle-System und gehen jetzt ganz zum Schluss mit dem Pershing davon ab, das lassen wir hier mal raus, das ist für mich, ist richtig, aber ist eine Nische. Und die UdSSR setzt konsequent auf das Heckpaket und behält es auch unterbrochen den Krieg bei und beide bauen damit 50.000 plus Panzer. Also alles in allem eine komplett ausgewogene Verteilung, was ich sehr spannend finde als Erkenntnis. Und jetzt kommt die Frage, wie war denn das bei den Deutschen, die haben wir noch gar nicht drin gehabt die hatten auch eine Entwicklung, aber genau anders als alle anderen. Wie immer. Bei den Geheimtests während der Weimarer Republik wurden verschiedene Panzertypen erprobt, die heimlich gebaut und ähm, dann erprobt wurden in Kama in der Sowjetunion. Die verschiedenen Modelle des sogenannten Großtraktors, also eines Modells, das erprobt wurde, und zwar von 29 an bis in die 30er, hatte eben nicht die typisch deutsche Aufteilung des Transaxial-Systems. Die Großtraktoren fuhren mit dem Heckpaket durch die Gegend. Motor hinten und Getriebe hinten. Und auch der nächste Experimentaltyp, das sogenannte Neubaufahrzeug, das ab 1932 entwickelt wurde, zeigte wieder das Heckpaket. Erst ab 1935 haben die Panzer dann das so oft eben als typisch deutsch bezeichnete Transaxle-System. Erst ab 1935. Und das ist ja schon mal eine ganz spannende Erkenntnis, wenn man sich überlegt, dass es als typisch deutsch gilt, aber so spät erst kam und dann woanders auch eigentlich genauso verbreitet war. Deutschland ist also das einzige Land in unserem äh, Vergleich, das mit dem Hack-Paket als einzige Konfiguration in Vorserie startet und dann in der Serie gleich zum transactor system wechselt. Äh, und das ist auch wieder ein sehr spannende Erkenntnis und führt jetzt natürlich zur direkt nächsten Frage, die wir beantworten müssen.